Hallo, herzlich willkommen bei Unternehmergeist TV. Wir sind heute in Wuppertal, stehen vor der Villa Media. Die gibt es jetzt schon seit 22 Jahren. In diesen 22 Jahren waren hier 2000 glückliche Bräute, es gab 8000 erlebnisreiche Veranstaltungen, 1,25 Millionen begeisterte Zuschauer, 5 Millionen Euro wurden privat finanziert und in den letzten Jahren wurden 7,5 Millionen Euro an Steuerzahlungen geleistet. Jetzt sind wir in der Villa Media. Gegenüber ist der Geschäftsführer von der Villa Media, Jörg Heinkitz. Hallo Jörg, schönen guten Tag. Hallo lieber Markus. Ja, ich kenne den Jörg schon seit vielen, vielen Jahren, deswegen duzen wir uns. Ja Jörg, stell du dich doch bitte kurz als Person vor und wo wir hier sind. Gerne. Also Jörg Heinkitz, Wuppertaler, 35 Jahre jetzt Unternehmer. Aktuell leite ich 4 verschiedene Unternehmen. Mhm. Einmal ein Unternehmen, was sich mit Immobilienentwicklung beschäftigt. Eine zweite Firma, die die Villa Media Event Location jetzt 22 Jahre betrieben hat. Darüber sprechen wir gleich im Detail. Mhm. Dann ein Unternehmen, wo ich als Berater und Speaker, als Autor unterwegs bin zu Themen von Digitalisierung, Transformation, Energie, Mobilität und solchen Themen. Und ein viertes Unternehmen, was ich gegründet habe, nämlich Entrance Robotics, wo es um künstliche Intelligenz und humanoide Roboter geht. Das sind so meine Themen, in denen ich mich bewege. Und heute reden wir, glaube ich, in allererster Linie hier über die Event Location. Ja, genau. Ja. Es ist ja allgemein bekannt, dass du ja jetzt nicht nur im Wuppertal bist, sondern auch in Nordrhein-Westfalen, sogar über den Grenzen von Nordrhein-Westfalen als eine der führendsten und nachhaltigsten, auch innovativsten Event-Locations. Kannst du wirklich mit Stolz drauf sein. Kannst du mal in 3 Sätzen erzählen oder in 5 Sätzen auch, wie ist das denn entstanden? So, oder war das immer schon so groß, wie jetzt hier ist? Nein, gar nicht. Also als wir hier anfingen, vor 22 Jahren, da gab es hier 2 Räume und da war eine ganz klassische à la carte Gastronomie drin. Die war auch vermietet. Der erste Pächter ging nach 4 Monaten pleite, der zweite nach 11. Und dann war halt die Situation so, dass ich als Gebäudeinhaber mehr oder weniger gezwungen war, das selber zu übernehmen, damit die Miete auch reinkommt. Und ich habe dann diese Gastronomiebetrieb übernommen, habe dann in den ersten Monaten gemerkt, wie unglaublich schwierig das ist. Ich habe sehr schnell gemerkt, warum die beiden anderen gescheitert sind. Ja. Und habe dann gemerkt, okay, das ist nicht nur eine richtige Herausforderung als Unternehmer. Ich bin noch nie als Unternehmer so gefordert gewesen wie in dieser Zeit mit der Übernahme dieser Gastronomie. Und habe dann entschieden, okay, ich mache daraus eine Event-Location, weil Events kann ich, Gastronomie kann ich nicht, aber Events kann ich. Und der Standort ist eigentlich für eine Gastronomie, für eine klassische gar nicht geeignet. Also, so entschied ich mich dazu, daraus eine Event-Location zu machen. Wir haben dann damals jede Woche Donnerstags immer hier so eine Afterwork-Party gemacht, die war legendär. Das war die Börse. Ach so, gut. 6 to 6 After Office Dancing hieß das. 9 Jahre lang jeden Donnerstag und haben halt zunehmend hier Hochzeiten, Firmen-Events, Kongresse, Tagungen, alles Mögliche reingeholt und das Ganze natürlich dann über die Jahre immer weiter ausgebaut, immer mehr Räume hinzugenommen, immer mehr umgenutzt, Räume angebaut und so weiter, um einfach diese Event-Location immer besser machen zu können, immer erfolgreicher machen zu können. Und das ist uns wirklich auch gelungen. Man muss sagen, wir sind, ich glaube, die erfolgreichste Hochzeitslocation in Nordrhein-Westfalen. 130 Hochzeiten im Jahr, das macht, glaube ich, kein anderer. Wir haben hier eigentlich jetzt Hauptsaison und hätten jetzt an jedem Freitag, jeden Samstag hier 4 Hochzeiten parallel. Oder im Winter 4 Weihnachtsfeiern an einem Abend und so weiter. Also es war eine tolle Zeit. Wir haben hier wirklich 22 Jahre einen super Job gemacht. Vor allem meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mein Team. Knapp 50 Leute hier im Team. Und die sind seit vielen Jahren zusammen und haben die ganze Zeit über mit sehr viel Leidenschaft das hier gemacht. Und was man muss ja auch sagen, der Job ist eigentlich ein toller, denn unsere Aufgabe war es ja in der Regel, Menschen Freude zu bereiten. Ja. Also einem Brautpaar den schönsten Tag seines Lebens zu gestalten oder einem Firmenjubiläum, wenn ein Unternehmen 50 Jahre alt wird oder 100 Jahre alt wird und will das gebührend mit seinen Gästen feiern, sowas inhaltlich zu gestalten, organisatorisch umzusetzen und am Ende dann auch durchzuführen, so dass es bierkalt ist, das Essen schmeckt, die Künstler zur Geltung kommen, der Ablauf perfekt ist, man den Menschen Überraschungen serviert, die sie mit nach Hause nehmen können, tolle Eindrücke, tolle Erlebnisse. Das ist eigentlich ein super Beruf und von daher hat das die ganzen 22 Jahre dem Team unheimlich viel Spaß gemacht. Wieso hörst du jetzt plötzlich auf? Lief doch alles. Die Situation ist tatsächlich eigentlich absoluter Wahnsinn. Am 10. März, als wir hier das Geschäft einstellen mussten, hatten wir die Auftragsbücher für dieses Jahr mehr oder weniger voll. Und es schien so, als wenn das Jahr wieder ein sehr gutes wird. Und dann haben wir zugemacht, haben erstmal gedacht, naja gut, vielleicht ist das für 4 oder 6 Wochen und dann geht es wieder weiter. Das war dann aber dann doch nicht so. Das wurde immer länger, immer länger. Und
Wir haben dann jetzt in den letzten 3-4 Wochen natürlich sehr intensiv mit im Team diskutiert, wie ist die Situation, und haben dann mit dem Erkennen, dass die Strategie der Politik in Deutschland nun mal ist, zu sagen, solange es keinen Impfstoff gibt, lassen wir Dinge, die besonders gefährlich sind, nicht mehr zu. Solange ist eigentlich für uns eine Rückkehr zu unserem Geschäftsmodell unmöglich. Und wenn man Professor Streeck und anderen glauben darf, und das tue ich, dann ist erstmal, muss man zur Kenntnis nehmen, es gibt null Garantie, dass es überhaupt jemals einen Impfstoff geben wird, weil wir ja gegen Malaria, gegen HIV, gegen viele andere Coronaviren, Hepatitis C und. Malaria haben wir auch bis heute keinen Impfstoff gefunden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es auch gegen diesen Virus keinen geben wird. Oder er kommt vielleicht in einem Jahr oder in 2 Jahren, in 3 Jahren. Niemand weiß das. Und bis dann eine Bevölkerung durchgeimpft ist, man feststellt, ob der Wirkstoff überhaupt wirklich wirksam ist. All das sind Dinge, die sind in weiter Ferne. Und wir hätten eine Perspektive gebraucht fürs spätestens nächste Frühjahr. Und um nicht in die Insolvenz gehen zu müssen am Ende. Und deswegen haben wir uns entschieden, jetzt Schluss zu machen, weil jetzt sind wir noch stark. Jetzt können wir noch handeln. Jetzt können wir tatsächlich das Unternehmen geordnet runterfahren, sprich unsere Rechnung bezahlen, unseren Mitarbeitern die Gehälter, die letzten auszahlen. Wir können vor allem, du hast es erwähnt, all den Kunden, die für die nächsten Jahre schon bei uns Veranstaltungen gebucht haben und Anzahlungen geleistet haben, können wir ihr Geld zurückgeben. Also heißt, wir vermeiden jetzt die Insolvenz, fahren den Betrieb geordnet runter und überlegen uns natürlich dann auch, wie es hier in Zukunft weitergeht. So, hier ist doch schön, komm, hier ist der Raum Move. Hier können wir Platz nehmen. Prima. Wie sah das denn bei dir oder bei euch als Firma aus mit Förderung? Hast du denn so richtig hoffentlich ordentlichen Fördermittel bekommen? Uns standen die gleichen Fördermittel zur Verfügung wie allen anderen Unternehmen auch. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit gehabt, einen großen Teil unserer Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Das haben wir auch in Anspruch genommen. Und wir haben halt für die Monate April, Mai, Juni zusammen 25.000 Euro bekommen. Ja. Das war eine nette Geste, kann man nicht anders sagen. Geste, Betonung auf Geste. Genau, nette Geste. Aber hat natürlich nichts mit dem zu tun, was wir hier an Verlusten eingefahren haben. Das heißt, wir haben natürlich viel, viel höhere Kosten, Fixkosten. Und man darf eins nicht vergessen, wir haben ein Saisongeschäft. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel ein neues Förderprogramm, was die Bundesregierung vorgestellt hat, dass mittelständische Unternehmen in den nächsten Monaten, in den nächsten 3 Monaten einige tausend Euro bekommen sollen für ihre Fixkosten. So, das ist sicherlich alles nicht verkehrt, nur jetzt für unsere Situation, wir müssen in diesen Monaten von April bis Oktober nicht nur unsere Kosten einspielen, sondern wir müssen richtig Speck ansetzen. Wir machen in diesen Monaten, in jedem Monat doppelt so viel Umsatz, wie wir brauchen, weil wir durch die Wintermonate durchkommen müssen. Ja. Ne, weil wir haben ja, kannst du dir vorstellen, November, Januar, Februar, März ist grottenschlechtes Geschäft. Ja, ne? So, das heißt also, wir müssen jetzt in diesen Monaten, in der Saison, den Speck ansetzen, damit wir den Winter überstehen. Ja. Winter haben wir höchstens ein paar Weihnachtsfeiern und das war's das. Ja. So, und das sind alles so Dinge, die natürlich dazu führen, warum wir zu diesem Ergebnis gekommen sind. Die Fördermaßnahmen sind alle nicht verkehrt, aber aus meiner Sicht an vielen Stellen viel zu sehr mit der Bazooka, wie der Finanzminister gesagt hat, geschossen worden. Man hätte aus meiner Sicht viel, viel mehr das Fernrohr benutzen sollen und mit dem Zielfernrohr arbeiten müssen. Nämlich, dass man sich sehr genau anguckt, welche Branchen, welche Größen von Unternehmen brauchen wirklich welche Unterstützung und nicht mit der Bazooka einfach rausschießen. Mehrwertsteuererhöhung, Absenkung jetzt 3%, 2%, völliger Mumpitz, 20 Milliarden, einfach in den Wind geschossen. Wird einfach mitgenommen, wird keinerlei Effekt haben. Das weiß jeder, der auch nur ein bisschen was von Ökonomie versteht, kann das sofort nachvollziehen. Aber das sind halt Fehlentscheidungen der Politik. Jetzt frage ich mal nach, Bazooka, Finanzminister, ja, aber stell mal vor, er hätte das nicht gemacht. Stell mal vor, er hätte zu Anfang gesagt, ja, wir müssen mal gucken und wir müssen mal rechnen. Wären da nicht schon viel eher Firmen pleite gegangen? Absolut. Nein, also die grundsätzliche Tatsache, dass die Bundesregierung sehr schnell
und auch die Landesregierung sehr schnell agiert haben und die unterschiedlichsten Fördermöglichkeiten entwickelt und auch zur Verfügung gestellt haben, war genau richtig. Ja. Es ist halt im Detail, dann sind halt viele Fehler drin, dass dann zum Beispiel die Solo-Selbstständigen ihre 9.000 Euro kriegen und erstmal auch mit der Information dürfte behalten und dann zwei Wochen später die Information kommt, nur für Betriebsausgaben und was soll ein Solo-Selbstständiger für Betriebsausgaben haben? Ja. Dessen Betriebsausgabe heißt Essen, Trinken, Schlafen, Miete bezahlen und so weiter, Kind ernähren und so. Also das sind haarsträubende Fehler gemacht worden, was nicht heißt, dass alles schlecht wäre, was die Regierung gemacht hätte. Kann man gar nicht von reden. Vieles ist gut gemacht worden und richtig gemacht worden, aber eben vieles auch nicht. Bist du denn aktuell noch mit Politikern im Gespräch oder beziehungsweise warst du mehr mit Politikern im Gespräch, bevor du jetzt die Entscheidung getroffen hast, wir machen zu? Hast du gesagt, Leute, ich brauche noch x-tausend Euro oder ich brauche das und das? Sag mal so, ich bin mit Politikern eigentlich immer im Gespräch, durch meine verschiedenen Positionen, die ich im gesellschaftlichen Raum einnehme. Und ich habe natürlich auch jede Gelegenheit genutzt, darauf aufmerksam zu machen, was aus meiner Sicht richtig wäre. Ja. Ich habe aber nicht so sehr für uns geworben, weil ich tatsächlich der Meinung bin, es macht überhaupt keinen Sinn, Firmen wie uns zu unterstützen. Weil wir haben keine Perspektive. Und dann ist das rausgeschmissenes Geld. Also wenn das so stimmt, wie ich dir das eben gesagt habe, dass tatsächlich Events, wie wir sie brauchen, um leben zu können, frühestens in 2, 3, 4 Jahren wieder möglich werden, dann macht es keinen Sinn, mir noch das Geld in den Rachen zu werfen. Diese Firma ist nicht überlebensfähig. Und das macht dann keinen Sinn, dafür Steuergelder auszugeben. Sondern dann sollte man den Menschen, und das wäre meine Bitte an die Politik, langfristige Rahmenbedingungen jetzt auch benennen. Also zum Beispiel viele Diskothekenbetreiber, die ich kenne, viele Clubbetreiber meinen, sie könnten im Herbst wieder aufmachen. Und die Politik weiß genau, dass das nicht so sein wird. Weil bis zum Impfstoff wird eine Diskothek, wo 1.500 Leute reinpassen, nicht mehr öffnen können. Und das sollte man den Betreibern ehrlich jetzt sagen, weil die Leute lösen gerade ihre Lebensversicherungen auf, um die letzten Löcher zu stopfen. Die leihen sich beim Papa nochmal Geld, um irgendwie die nächsten Monate zu überstehen. Das macht aber keinen Sinn mehr. Und deswegen wäre es klug, wenn Politik, glaube ich, da sich selber ehrlicher machen würde und mit den Menschen auch ehrlicher umginge und sehr genau überlegen würde, nehmen wir uns die Veranstaltungswirtschaft, was hat wirklich noch Perspektive? Also Beispiel Outdoor-Events. Open Air unter freiem Himmel kann man viel mehr machen als in geschlossenen Räumen. Da geben wir euch die Perspektive, was weiß ich, in 3 Monaten dürft ihr wieder das und das machen. Kongresse, Tagungen, Messen kann man machen. Da ist niemand alkoholisiert, die hängen sich nicht am Hals gegenseitig, die knutschen nicht rum, die singen nicht, die tanzen nicht. Kongresse, Tagungen kann man wieder machen. Sollte Politik erkennen und auch kommunizieren und sagen, Leute, ab in 8 Wochen wird das und das wieder möglich, stellt euch darauf ein, machen wir dann so. Aber eben auch so ehrlich sein und sagen, knutschen, tanzen, singen, in geschlossenen Räumen, auf gar keinen Fall. Viel zu gefährlich. Und dann können die oder müssen die Betreiber, die Unternehmen, die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen. Und dann wäre es sicherlich schön, wenn die Politik diesen Unternehmen auch Unterstützung gibt, wenn es darum geht, sich neu zu erfinden oder sich zu verändern, dass da der eine oder andere vielleicht eine gewisse Unterstützung bekommt. Das heißt, du hast gerade schon gesagt, du hast jetzt quasi jetzt nicht nur von dir gesprochen, sondern du hast allgemein von dieser großen Eventszene auch gesprochen. Ja, man muss ja wissen, in der Veranstaltungswirtschaft in Deutschland arbeiten direkt 1,5 Millionen Menschen, indirekt 2,5 Millionen. Ja. Wir sind nicht unwichtiger als die Automobilwirtschaft. Wir sind nicht unwichtiger. Und das sollte die Politik zur Kenntnis nehmen und sich mal überlegen, wie viele Milliarden sind jetzt gezielt in Richtung Automobilwirtschaft, in Richtung Lufthansa oder andere Unternehmen geflossen. Adidas, ein Unternehmen, was Milliardengewinne in den letzten Jahren erzielt hat, hohe Dividenden ausgezahlt hat. Warum bekommen die Milliarden Steuergeldern und die Künstler, die Solo-Selbstständigen und so weiter, werden zum Jobcenter dirigiert? Das steht in keinem guten Verhältnis, meiner Meinung nach. Herr Jörg, jetzt die große Frage, wie soll es denn jetzt weitergehen? Naja klar, das ist jetzt für uns natürlich auch die wichtigste Frage und ich bin froh, seit letzter Woche Mittwoch, seitdem wir das entschieden haben, ist der ganze Fokus natürlich auf der einen Seite in so ein bisschen Abwickeln von dem, was noch abgewickelt werden muss, auf der anderen Seite aber natürlich die Frage, was soll eigentlich in diesen fantastischen Räumen Neues entstehen? Wir glauben, dass dieser Ort aufgrund seiner ungeheuren Qualität viel mehr kann als nur Events. Das war toll für eine Event-Location,
Aber es ist auch eine tolle Fläche, um vielleicht eine Kita zu bespielen oder um eine Altenpflegeeinrichtung zu betreiben. Ich kann mir hier unten gerade in der unteren Etage eine Pfarrerserlebniswelt wunderschön vorstellen. Ich kann mir aber auch in dem ganzen Komplex ein fantastisches Tagungszentrum vorstellen und einen Ort der Bildung, der Weiterbildung, der Qualifizierung rund um das Thema nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltiges Leben, was sicherlich in den nächsten 10, 20 Jahren bedingt durch Klimakrise und andere richtige Krisen, die wahren Krisen unseres Lebens, noch eine ganz andere Priorität und Bedeutung bekommen kann. Wir sind seit vielen Jahren ein sehr nachhaltiger Ort gewesen. Wir kennen das Thema. Wir sind sehr, sehr gut vernetzt in den Bereichen. Also von daher, es gibt eine Vielfalt an Themen. Es gibt auch eine Vielfalt an Interessen. Also wir haben jetzt seit der Bekanntgabe am Mittwoch schon weit über 10 Anfragen bekommen von Unternehmen und Organisationen. Seriöse Anfragen von Partnern, potenziellen Partnern, die gesagt haben, hey, wir kennen die Villa Media, wir hätten Interesse, da mal drüber zu sprechen, ob wir nicht das und das dort machen können. Wir sind da total offen im Moment. Wir sind offen und hören uns alles an, schauen uns alles an. Und werden am Ende dann hoffentlich, das wäre jetzt mein Traum, schönsten wäre es, wenn wir am Ende 3, 4, 5 Optionen hätten, was machbar wäre unter ökonomischen Gesichtspunkten, unter baurechtlichen Gesichtspunkten, unter marktrechtlichen, also oder Marktgesichtspunkten, was braucht der Markt noch? All diese Dinge werden wir abwägen müssen. Und ich hoffe, dass wir dann am Ende eine gute Auswahl haben und dann sagen können, okay, das ist jetzt das, wo wir nicht nur eine schöne Nutzung für die Villa Media finden, sondern wo wir vielleicht auch nochmal für die Stadt, für die Region einen neuen Akzent setzen können, wo nochmal was passiert, was dann auch der Stadt und der Region einen neuen Aspekt, neue Betrachtungsweise, neue Kunden, neue Anreize bietet, sodass wir wie in den letzten 22 Jahren ein guter Partner für die Stadt und die Region sein können. Aber jetzt mal unter uns zwei gesprochen. Mal angenommen, es wird doch wieder alles lockerer, wenn gibt einen Impfstoff. Event-Location, Partys machen, eine schöne Veranstaltung machen hier. Komm, Jörg, sei ehrlich, so ganz 20 Jahre, sag mal. Ich würde das sogar noch nicht einmal ausschließen. Natürlich kann eine Situation entstehen, dass man in 5 oder 10 Jahren aus irgendwelchen Gründen sagt, wir haben eine Veränderung in der Gesellschaft erlebt. Die Gefahren von Pandemien spielen im Moment keine große Rolle mehr. Die ganze Welt schreit nach Event-Locations. Ja, vielleicht sind wir dann in 10 Jahren wieder auf dem Weg zurück dorthin. Das ist, wer will sowas heute ausschließen? Wir haben ja erlebt in den letzten Monaten, es sind Dinge möglich, die wir nie für möglich gehalten hätten. Immer noch vom halben Jahr, einem Jahr. Wenn mir jemand vor 5 Monaten erzählt hätte, was in den letzten 4 Monaten geschehen ist, ich hätte ihn für verrückt erklärt. Ja. Insofern, wir sollten da auch mit ein bisschen Demut rangehen. Und ich glaube ja, das ist vielleicht zum Abschluss nochmal ein Aspekt, in 2, 3 Jahren werden wir zusammensitzen bei einem Glas Bier und sagen, Mensch, das Beste, was uns je passiert ist, ist dieser scheiß Virus, weil er unsere Gesellschaft auf den Kopf gestellt hat und weil er plötzlich uns bewiesen hat, dass alles möglich ist. Wir haben erlebt in den letzten Monaten, Politik kann handeln. Politik ist in der Lage zu entscheiden. Und zwar schnell und sogar umzusetzen. Ja. Halleluja, wer hätte das je für möglich gehalten? Ja. Und wenn die Gesellschaft schlau ist, lässt sie der Politik nie wieder das Recht, wieder in so eine Bräsigkeit und so eine Gestrigkeit zurückzufallen, sondern wir fordern jetzt vielleicht in Zukunft von unseren Politikerinnen und Politikern ein, dass sie diese Innovationsfähigkeit behalten, dass wir mit einem ganz anderen Tempo endlich rangehen, dann haben wir vielleicht eine Chance, unsere Rückständigkeit in diesem Land, die wir ja in vielen Themenfeldern leider haben, tatsächlich zu überwinden und vielleicht kommen wir zu der alten Innovationsstärke der Deutschen zurück. Ich halte dafür ganz viel für möglich. Und von daher bin ich eigentlich, was die Zukunft betrifft, durchaus optimistisch, auch wenn ich weiß, dass die nächsten 6 bis 12 Monate ökonomisch und auch damit sozial und gesellschaftlich noch sehr, sehr schwierig werden, weil wir eine fürchterliche Insolvenzwelle bekommen werden und ganz viel noch kaputt gehen wird. Und das wird unsere Gesellschaft herausfordern. Aber unterm Strich, in jeder Krise, das wissen wir alle, liegt die größte Chance für Neues und das werden wir bekommen und wenn wir schlau sind, nutzen wir sie. Jörg, das waren jetzt noch sehr interessante, sehr spannende Worte von dir. Das war Unternehmergeist TV. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis demnächst.